Nach einem durchprobten Tag geht es zurück in die Villa. Einfach mal abhängen, chillen, nichts tun. Allerdings hat sich Schlagzeuger Sebastian schon seit Stunden nicht mehr blicken lassen. So langsam fängt die Truppe an, sich Sorgen zu machen. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Der hat einen Abflug gemacht, oder wie? Seine Sachen sind noch da, also er kann nicht abgehauen sein. Hat er denn seinen Reisepass und so noch hier? Keine Ahnung, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja, dann kann er ja nicht weit sein, ne? Nee. So mega hart verwundert war man jetzt auch nicht, weil er war schon irgendwie ein crazy Typ. Also der war schon sehr strange drauf, so die ganze Art und Weise, wie er auch geredet hat und gespielt hat. So schon nett, aber ich bin selber schon ein verrückter Typ so, aber der war echt nochmal eine Latte härter als ich. Vielleicht holt er sich auch nur einen Döner. Nee, jetzt ernsthaft, wir müssen in ein paar Stunden nach L.A. fliegen. Und weiterhin keine Spur von Sebastian. Wir müssen auch nicht fliegen. Ist der Basti nicht da, oder was? Also jetzt immer noch nicht. Wir hätten vor einer Viertelstunde schon los sollen. Also wir müssen jetzt einfach eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist? Ich lasse mir das nicht entgehen. Wenn er nicht da ist. Los geht's. Schaffst du das? Juri, Julian und Michael ziehen ihr Ding durch. Das Tor ist noch nicht offen. Springen wir drüber. Und ab geht's. Dem großen Abenteuer mit Schlagzeuglegende Tommy Lee entgegen. Am Flughafen treffen die Drummer auf Briggs, der noch ahnungslos ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Hat's gefehlt. Wo ist Sebastian? Ja, wir sind zu dritt, weil wir ihn tatsächlich nach den Proben nicht mehr gesehen haben. Ja. Er ist weg. Der ist nicht da. Okay. Dann machen wir los. Zu dritt? Ja, okay. Gehen wir's an. Ab die Post. Wenn dir das gefallen hat, seht ihr hier oben noch mehr Videos von der Band an.